Ich möchte uns heute ermutigen, ja uns, wir, die wir uns selbst wiedergeborene Christen nennen, die wir an Jesus Christus glauben, die wir wandeln im Heiligen Geist. Jesus Christus hat uns versprochen, dass er bei uns sein wird bis zum Ende des Zeitalters. Das ist einer der letzten Sätze oder der letzte Satz im Kapitel 28 im ganzen Matthäus-Evangelium. Ja, Gott hat uns versprochen, dass er bei uns bleiben wird bis zum Ende dieses Zeitalters, bis er wiederkommt. Jesus Christus hat gesagt, dass er wiederkommt. Und er wird wiederkommen. Die ganze Bibel zeugt davon, immer wieder, dass Jesus Christus seine Herrschaft antreten wird in Zion. Halleluja. Aber ich möchte uns heute ermutigen, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Wir, die wir uns Christen nennen und an Jesus Christus glauben und wahrlich im Heiligen Geist wandeln. Egal, was sich diese Welt hier ausdenkt, egal, was der Teufel, der Fürst, der Lüfte für Gehirngespinste hat, egal, was er sich für Dinge ausdenkt, die auch hochintelligent sind. Jesus Christus ist größer, denn Jesus Christus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung und der Auffahrt in den Himmel und der Macht, die ihm gegeben wurde, Jesus Christus, über alle Himmel und die Erde. Jesus Christus hat diesen Teufel, den Satan, besiegt. Und er wird ihm, so wie es steht im Mose, er wird ihm den Kopf zertreten an dem Tag, wo er den Satan in den Schwefelsee werfen wird. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Egal, was sich die Welt und diejenigen, die vom Teufel geleitet werden, einfallen lassen. Wir sind geborgen in der Hand des allmächtigen Gottes. Das steht auch geschrieben im Psalm 112, dass wir vor schlimmer Kunde uns nicht fürchten müssen und dass unser Herz unverzagt hoffen kann auf den Herrn. Und dass unser Herz getrost sein kann und wir uns nicht zu fürchten brauchen, bis wir auf unsere Feinde herabsehen. Die Feinde jetzt im neuen Bund, das sind keine Menschen, das sind Dämonen, das sind Festungen, das sind Gehirngespinste, das sind Dämonen und die bösen Geister, die uns angehen. Das sind diejenigen, die in der geistlichen Welt ausgesandt wurden von ihrem Herrn. Aber nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Herrn, dem Satan. Und dieser Satan hat seine Dämonen, seine Schergen ausgesandt, damit er denen einflüstert, die auf ihn hören, um Böses zu vollbringen. Aber alles, was geschieht, ist unter der Kontrolle Jesu Christi, unter der Kontrolle des allmächtigen Gottes. Denn die Bibel sagt uns, dass nichts, aber auch gar nichts passiert, ohne dass Jesus Christus, ohne dass der allmächtige Gott, der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, die komplette Kontrolle hat. Der Teufel, der kann nur so viel machen, wie ihm Gott zugesteht. Aber wir, die Kinder Gottes, die an Jesus Christus glauben und wiedergeboren sind im Wasser und im Geist, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Jesus Christus hat uns gesagt, dass wir auf Schlangen und Skorpione steigen werden und es wird uns nichts anhaben. Halleluja! Es steht sogar geschrieben, dass wir Giftiges trinken können und es wird uns nichts anhaben. Und darum möchte ich uns heute ermutigen, egal was Sie sich ausdenken, egal was als nächstes wieder kommt, Jesus Christus, wenn in uns lebt, sind wir mehr als Überwinder, wir sind Sieger mit dem Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist unser Heiland und er hat gesagt, dass wir auf Schlangen und Skorpione steigen werden und es wird uns nichts anhaben. Unser Ziel ist der schmale Weg hin zur engen Pforte, damit wir eines Tages und der Ewigkeit mit Jesus Christus zusammen sein können. Schauen wir auf Jesus Christus und nicht auf die Welt. Schauen wir auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und nicht auf die verdrehten Einflüsterungen des Fürsten der Lüfte von Satan, sondern Jesus Christus. Er ist der Herr und er ist der Herr über alle Herren. Er ist der König. Und er ist der König über alle Könige. Er ist der Gott. Und er ist der Gott über alle Götter. Halleluja. Jesus Christus ist unser Herr. Und vertrauen wir ihm mit jedem Atemzug. Halleluja.
Der Herr Jesus Christus wird uns wohl herausführen. Wir sollen nur vertrauen, dass er bei uns ist, bis zum Ende des Zeitalters. Amen. Seid ermutigt. Und wie Gott zu Josua gesagt hat in Josua 1,9, seid mutig und unverzagt. Seien wir mutig und unverzagt und vertrauen wir unserem Gott. Halleluja.